Gläser in dieser Wanne stehen, umso stabiler wird die Genossenschaft, weil die unterschiedlichen, der unterschiedliche Ausgleich dann eher greift. Ja, also das soll jetzt mal, wir haben nicht viel Zeit, den ersten Eindruck geben. Ja, also unsere Projekte mal ganz kurz. Da war der Spatenstich gerade gewesen, Ende Juli. 2 Megawatt Leistung, kosten 3,6 Millionen Euro, 5 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr, 2800 Tonnen CO2-Minderungspotenzial, über 1000 Beteiligungspakete, diese 2000er-Pakete, die ich Ihnen vorgestellt habe. Wir haben kalkuliert 4,25% Zins aufs Darlehen. Geschäftsanteil können wir nicht sagen, das ist genauso, wie wenn Sie fragen, was kann Daimler übernächstes Jahr an Dividende ausschütten? Das hängt vom allgemeinen Geschäftsverlauf der Genossenschaft ab. Wir haben angefangen mit der Werbung und angefangen mit der Akquise, sage ich mal, in den umliegenden Gemeinden und haben dann die Zwiebelschale, wie vorhin gezeigt, ausgeweitet. So sieht es jetzt noch aus. Morgen kommt der Beton, habe ich mir sagen lassen. Also ganz rechts sehen Sie mal so ein Fundament, 42 Tonnen Stahl, und 100 Meter Ladenhöhe. Es wird schon ein ordentliches Teil. Und 230 Menschen haben sich da beteiligt. Also 230 Leute, und es werden immer noch ein paar mehr, haben ihr Geld investiert in dieses, also das ist ein echtes Bürgerentrag. So. Solarstark 1, das war eine 140 kW Peak-Anlage Heppenheim. Da haben wir von einer Firma ein Dach bekommen. Kostenlos sogar. Und da haben wir angefangen, die Mitarbeiter erstmal zu fragen, wollt ihr euch beteiligen? Also, wer erinnert euch? Zwiebelschale. Und wer drunter arbeitet, der wird zuerst angesprochen. Und es sind einige Mitarbeiter, die dann auch investiert haben. Was uns immer freut ist, wenn zum Beispiel der Bauleiter der Firma, die die Halle gebaut hat, auch investiert, da weiß man, okay, da hat er was Ordentliches hingestellt. Das ist die beste Versicherung, die es eigentlich gibt. Wir haben bei allen Projekten, das ist das Schöne, sind immer die, die es gebaut haben, haben auch nochmal investiert. Also das ist mir lieber als Verträge, die 5 Meter dick sind. Ja, also seit Mai in Betrieb, in Heppenheim, läuft hervorragend. Haben einen Link auf der Homepage, kann man alle halbe Stunde, wenn die Daten aktualisiert, es macht richtig Spaß zu gucken, ob wir noch so im Plan sind und wie das mit den Erträgen funktioniert. Ja, und das zweite ist ein ganz kleines Dächelchen, 19,5 kW Peak, ist von der Kommune, hat uns die Stadt Heppenheim zur Verfügung gestellt, 23 Pakete. Da haben wir 4,5% geben können, weil wir nämlich einen Teil selbst gebaut haben. Das war dann so ein Wochenendeinsatz. Das sind Dünnschichtmodule gewesen, die klebt man auf Metall. Das war wirklich eine, die Fliesen legen, ganz toll, hat gut geklappt. Und ja, seit Juni in Betrieb, da haben wir uns auch den Spaß gemacht, wirklich nur Bürger aus Heppenheim. Wir wollten erst nur diesen Ortsteil über Laudenbach, das ist uns leider nicht gelungen, aber wir haben es geschafft, nur die Bürger von Heppenheim an diesem kleinen Projekt zu beteiligen. Ja, wenn man sich Waldmittelbach anschaut, das wird ja schon angedeutet, wir sitzen hier in der Schule mit noch großen Dachflächenpotenzial vielleicht für Solarstark 3 oder 4. Und Waldmichelbach, das weiß eigentlich jeder, der sich ein bisschen mit Wind beschäftigt, hat hier ein riesiges Potenzial für Windkraftnutzung. Und wir finden, also die Starkenburger Energiegenossenschaft findet, es darf eigentlich kein Windkraftstandort mehr entwickelt werden, ohne dass die Bürger die draufgucken. Nutzen davon haben der Himmel, über Hessen gehört allen und das wäre auf sich auch für die Akzeptanz nicht gut, wenn wir das nur Investoren überlassen. Deshalb denke ich, in Bad Mischelbach muss man über das Thema Wind intensiv nachdenken. Biomassepotenzial kann ich jetzt nicht so sagen, nur der Hinweis gibt es bestimmt auch. Uns fehlt noch Holzstark 1, Holzstark 2, also vielleicht gibt es hier eine Möglichkeit für ein Projekt. Ja, und Wasserkraft, ich weiß jetzt nicht, ob da auch was gibt bei euch.
ist nicht leicht, haben wir aber in der Rechnung schon ein paar Sondierungen vorgenommen. Der Rot ist hier, der ist unser Wasserspezialist, der sucht. Und irgendwann kommen wir auch nochmal zu wasserstarken 1, Herr Rot. So, unsere Vision ist, dass man endlich auch mal zu der Aussage kommt, Energiewende kostet nicht nur Geld der Bürger, sondern ist auch eine Einnahmemöglichkeit. Also wenn man uns fragt, würden wir sagen, die Energiewende kostet 2000 Euro und bringt mindestens 4% Zinsen. Ja, und man muss auch wissen, es ist, das hätten wir auch nicht gedacht, unglaublich viel privates Geld im Umlauf. Das sucht nach sinnvollen, sauberen, nachhaltigen Investitionen. Wir hätten nicht gedacht, dass wir in 5 Monaten über 2 Millionen Euro zusammenbekommen. Das Geld ist da, man muss sich vor großen Zahlen nicht fürchten, wirklich nicht. Man muss aber saubere Projekte anbieten, ordentliche Strukturen schaffen und glaubwürdig bleiben. Wir werden Projekte statt Papiere, also man merkt auch, wenn man 9 Monate unterwegs ist und schon fast 4 Millionen Euro in der Hand hat, als Invest, da passiert halt was, da wird nicht erst irgendwelche Gutachten gemacht und Studien und sonst was. Das wird getan und gehandelt. Energie- und Bürgerhand ist auch ein Aspekt, der ganz wichtig ist für uns. Wir wollen neue Impulse geben, weil Verantwortung, Vernetzung, Akzeptanz, das sind alles Begriffe, die man über die Genossenschaft eigentlich sehr schön wachsen sehen kann. Man merkt jetzt schon, wie unsere Mitglieder untereinander anfangen, in Kontakt zu treten, wie es dann Überschneidungen gibt, wie die ersten Unterprojekte anfangen zu laufen. Also sehr schön, was sich da tut. Und ich sagte vorhin, jedes Solardach ist ein kleines Gewerbegebiet, jedes Windrad ist ein Gewerbegebiet. Das sind einfach Potenziale, da kann Geld verdient werden, das ist für Kommunen wichtig. Wenn sonst Gewerbe ausbleibt, das ist da, das sollte man nutzen vor Ort. So, und der Herr Raiffeisen hat uns noch was ins Stammbuch geschrieben. Klingt wie ein Kalenderspiel, ist aber trotzdem immer wieder schön, was der Einzelne nicht vermag. Das schaffen viele und da hat er vor 150 Jahren schon ziemlich recht gehabt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Ihre Ausführungen. Ich möchte fragen, gibt es dazu direkt irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Vielleicht kann, ja, bitte? Ja, ich muss ja folgende Frage, und zwar die Ihre Mitglieder, 270 Stück, in welcher Altersstruktur ist der Durchschnitt? Was? Ja, der Hintergrund ist folgender. Wenn ich heute als 65-Jähriger 20.000 Euro einzahle und soll dann mit 85, wenn ich es erreiche, mein Geld wieder haben. Das ist doch gerechtfertigt, oder? Mit England. Also, oder gibt es auch kürzere Laufzeiten bei Ihnen? Also wenn Sie mich nach dem Durchschnittsalter fragen, komme ich natürlich in Verlegenheit. Ja. Was aber der Hintergrund erstaunlich ist, was erstaunlich ist, dass viele 60- bis 70-Jährige, also die Klientel hat bei uns die größten Pakete gezeichnet, weil die sagen, das ist für mich eine Altersversorgung. Man kriegt ab dem 4. Jahr, wird ja das Darlehen schon 5% zurückbezahlt. Es kommt der Zinssatz von 4, 4,5, 4,25 dazu und es kommt die Ausschüttung bei der Lebenserwartung, die man hat. Also wir waren überrascht, dass gerade die Generation, sage ich mal, die Best-Ager sich da besonders engagieren. Wir haben aber auch 9 Monate alte Kinder und 10 Monate alte, also wir haben wirklich eine gute Mischung. Aber die großen Pakete waren in der Tat aus der Generation, wo man denkt, erstmal, Moment mal, haben die was davon? Aber wenn man die Lupe drauf hält, ist es gar nicht so blöd, das so zu machen. Danke Ihnen, Herr Schuss. Wenn jetzt nicht noch irgendwo jemand eine ganz dringende Frage hat, würde ich gerne mit dem dritten Vortrag fortfahren. Und unser Referent ist Herr Georg Schumacher. Ich glaube, ich habe noch nicht erwähnt, er ist außerdem unser Ansprechpartner für die Interessengemeinschaft Energie Überwald, genauso wie
Herr Helmut Siefert auch als Ansprechpartner bereitsteht. Und Herr Georg Schumacher ist Experte für Solaranlagen und er hat sich bereits einige Dächer genau angeschaut hier in Mönchengladbach und geprüft, die als mögliche Projekte für Solaranlagen in Frage kommen würden und wird in seiner Präsentation diese Projekte vorstellen, die im Rahmen einer Genossenschaft in Kooperation mit den Schulen realisiert werden könnten. Bitte, Herr Schumacher. Danke. Ich sehe hier viele fremde, für mich fremde Gesichter. Ich stelle mich deshalb kurz vor. Ich bin ja eigentlich kein Waldmittelmacher. Ich stamme aus Lorsch, das hört man vielleicht da. Wir haben vor 5 Jahren die Heckenmühle übernommen und die komplette regenerative Energie umgestellt und wohnen seit 3 Jahren in Waldmittelbach. Das Potenzial, das sich hier noch ergibt, ist riesig. Zu meiner Person, ich bin gelernter Automechaniker und Umwelttechnikingenieur und befasse mich eigentlich seit 20 Jahren mit der Verbreitung der regenerativen Energien, sowohl privat als auch beruflich. Und habe hier für die IG Energiewende Überwald mal geschaut, was da für erste Projekte möglich werden. Das Potenzial im Überwald ist ja nicht nur in der Solarenergie. Das wäre einmal die Photovoltaik. Das ist sicherlich die Projekte, die am schnellsten und am einfachsten zu realisieren sind. Das Potenzial der Windenergie ist hier auch sehr groß, aber das sind langfristigere Projekte. Biogas gibt es schon eine fertige Studie, die man vielleicht umsetzen kann. Das Thema Nahwärmenetz, ganz aktuell von der Gemeinde initiiert. Vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, sich mit Holzenergiegewinnung genossenschaftlich zu beteiligen. Und das darf man nicht vergessen, das Energiesparen. Es gibt jetzt verschiedene Kommunen, die zum Beispiel die Straßenbeleuchtung auf LED umstellen. Sowas kann man auch als Energieeinsparkontrakting genossenschaftlich machen. Das erste Projekt, um das es hier heute geht, ist Photovoltaik auf dem Schulzentrum. Wir haben hier leider ältere Satellitenbild von 2000. Hier haben wir die Eugen-Bachmann-Schule. Das sind 2 Dächer auf dem Hauptgebäude, auf dem Eingangsbereich. Dann gibt es noch den Pavillon 1. Hier die große Sporthalle, die von IWG und Eugen-Bachmann-Schule zusammengenutzt wird. Und letztendlich der Komplex des Überwald-Gymnasiums. Die neue Mensa ist hier noch gar nicht drauf, das ist da, wo der rote Platz ist. Also das ist das Gebäude, in dem wir jetzt sind. Im Einzelnen sind das die Gebäude, das ist 78 Meter lang, das Hauptgebäude mit Schrägdach. Hier sieht man das aus dem Schulhof. Hier das Dach von oben. Dann gibt es das Dach im Eingangsbereich, das ist ein Flachdachvorbau. Genauso lang wie das Gebäude. So sieht es von oben aus. Das ist der Pavillon 1. Das ist ein Dach, das ist weniger geeignet, aber auch bebaut werden könnte. So schaut das Ding aus. Und das interessanteste Dach ist die große Sporthalle, die von beiden Schulen genutzt wird. Das ist ein vorhandenes Blechdach, Kalzip-Blechdach, das sehr gut zu belegen ist. So könnte das zum Beispiel aussehen, das ist auch ein Kalzip-Blechdach von der Sporthalle in Lorsch. So schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Die Eckdaten bei dem Hauptgebäude von der Eugen-Bachmann-Schule, das sind jetzt immer die installierbare Leistung. Bei der Photovoltaik spricht man da von Kilowatt Peak, das ist also die Nennleistung der Module. In dem Eingangsgebäude nochmal 45 kW,
Der Pavillon ist hier eingeklammert. Wie gesagt, das wäre ein relativ kleines Dach. Da muss auch nach Süden aufgeständert werden. Die Sporthalle, das imposanteste Dach mit 135 kW. Alles zusammen 248 kW. Das ist schon eine ordentliche Anlage und auch ein ordentliches Investitionsvolumen. Das Ganze stellt sich dann so dar, weil die Erträge interessieren ja auch. Das sind nochmal die Eckdaten. Hier jeweils auf jährlich und auf 20 Jahre gerechnet, weil die Anlage wird über das Erneuerbare Energiegesetz einspeisen und da wird die Einspeisung in 20 Jahre garantiert. Die Anlage hält natürlich wesentlich länger, also man geht heute von 30 Jahren Lebensdauer aus. Das heißt, die Anlage ist dann schon längst bezahlt und erwirtschaftet immer noch Erträge. Das sind große Zahlen, das 223.000 Kilowattstunden sind etwa der Stromverbrauch von 50 Einfamilienhäusern. Die Einspeisevergütung ist jetzt für die Anlagen, die werden zusammengefasst. Und daraus errechnet sich eine Vergütung von 26,6 Cent. Das würde bedeuten im Jahr 59.000 Euro oder auf 20 Jahre 1,18 Millionen bei einer Investition von 490.000 Euro. Vermiedene CO2-Emissionen etwa 196.000 Kilogramm jährlich oder 3.900 Tonnen in 20 Jahren. Das ist eine beachtliche Menge und sehr gut für die Umwelt. Wenn man das mal einfach umrechnet ohne Finanzierung, ohne steuerliche Abschreibung, hat man über die investierte Summe etwa Stromgestehungskosten für 20 Jahre von 11 Cent pro Kilowattstunde. Also auch noch relativ niedrig, wird immer höher geschätzt. Und mal zum Vergleich, also mit der jährlichen Erzeugung kann ein modernes Elektromobil 4,4 Millionen Kilometer fahren oder auf 20 Jahren 89 Millionen Kilometer. Das ist also beachtlich. So schaut es in der Vorplanung aus. Also wir sind sagen wir von der Idee bis heute sind noch keine 3 Wochen vergangen. Das ist jetzt die grobe Vorplanung, das wäre oben das Hauptgebäude ein Schrägdach. Hier unten das Vorgebäude ist ein Flachdach, da ist es aufgeständert. Also, das ist die Sporthalle, da gibt es oben dem Dach Lichtbänder, die müssen natürlich ausspannen. Hier unten liegt noch eine thermische Anlage für das Warmwasser. Und das Dach ist relativ flach, es hat nur 5 Grad Neigung. Deshalb muss man vorsehen, dass man die Module ab und zu mal reinigen kann, weil bei so einer flachen Anlage die Module eher verschmutzen. Deshalb sind hier immer Gänge zwischen 2 Reihen. Aus statischen Gründen kann man hier nicht aufständern. Das ist momentan jetzt der Stand und der Ausblick, weil es ist sinnvoll, die Anlage noch dieses Jahr ins Netz zu bekommen, weil ab 1. Januar 2012 wieder eine Absenkung bei der Einspeisevergütung kommt. Aktuell liegt die Einspeisezusage vom Netzbetreiber vor. Es ist immer wichtig, das auch zu klären, ob das Netz die Leistung aufnehmen kann, weil der Netzbetreiber nur bis 30 kW installierte Leistung verpflichtet ist. Den Strom aufzunehmen und ansonsten können da Netzverstärkungskosten entstehen. Hier haben wir den Vorteil, es gibt eine eigene Trafostation und wir können die volle Leistung einspeisen. Die statische Prüfung durch die Mehrbelastung der Dächer ist gerade beim Kreis in der Prüfung. Da ist der Sachbearbeiter noch diese Woche in Urlaub. Der Zeitplan schaut so aus. Nach der Prüfung der statischen Verhältnisse erwarten wir die Zusage für die Dachanmietung. Das sind ja Dächer, die dem Kreis gehören. Und diese Dachanmietung wird so ausschauen, dass wahrscheinlich keine Pacht anfällt
und im Gegenzug die Schule davon profitieren soll. Das kann an eine Auszahlung an den Förderverein, an die Energie AG, also dass man einfach das Projekt auch mehr in die Schule bringt. Für das Projekt, das ist jetzt alles noch in der Vorplanung, wird es eine konkrete Projektkalkulation geben, damit man auch sagen kann, wie hoch der Zins zum Beispiel für die Genossenschaftsdarlehen sind. Die Daten werden bis Mitte September, also 3-4 Wochen vorliegen. Dann auch gleichzeitig die Ausführungsplanung, wo das konkret genau geplant wird, auch bis Ende September. Dann Einholung von Angeboten und Vergaben im Oktober. Und dann Montagebeginn Ende Oktober. Das ist auch so der späteste Zeitpunkt, weil man immer im November, Dezember schon mit schlechter Witterung rechnen muss. Und wie gesagt, Inbetriebnahme bis Ende des Jahres wegen der Anspeisevergüte. Die Beteiligungsmöglichkeit haben wir hier schon im Rahmen der Energiegenossenschaft Starkenburg gesehen. Es wird genauso für diese Anlagen sein. Die Interessengemeinschaft Energiewende Überwald hat auch geprüft, eine eigene Genossenschaft zu gründen. Nach den ersten Gesprächen mit dem Genossenschaftsverband und der Starkenburg Genossenschaft hat man gemerkt, dass sehr viel Arbeit und Manpower dahinter steckt, und wir hatten dann den Eindruck gewonnen, dass das bei der Starkenburger Genossenschaft alles sehr sympathische Leute sind und dass wir das Potenzial, das dort schon vorhanden ist, einmal im administrativen Bereich einfach nutzen wollen, und da die Projekte sowieso immer lokal geplant werden und auch die Beteiligungen lokal sind, also jedes Projekt wird separat gesehen, ist das für uns der bessere Weg. Das heißt, wir werden uns da in einer Art Abteilung Überwald in der Genossenschaft, in der Starkenburger Energiegenossenschaft engagieren. Es ist immer offen, dass später bei größeren Projekten, Thema Windenergie oder Biomasse, eine eigene Genossenschaft gegründet werden kann, aber wie man schon gehört hat, das ist sehr viel Verwaltungsaufwand, und da gibt es ein Riesenpotenzial, das man nutzen kann in der Starkenburger Genossenschaft.